scheint er nicht wirklich zu haben. Um seine Mine zu retten, ist ihm wirklich jedes Mittel recht. Unterscheidet er sich eigentlich nicht groß vom Herrn Graf? Muss extrem vorsichtig sein. Na klar. Wie immer. Ui, toll. Ein Ritual. Fast zur Hölle. Ich bin direkt in eine satanische Zeremonie geplatzt. Aber ich glaube, dort hinten im Käfig sehe ich einen gefangenen Mann. Ich muss mir das näher ansehen. Vielleicht ist das ja der Priester, mit dem wir reden sollten. Geh da mal hin. Können wir ja eigentlich noch irgendwas untersuchen? Oh. Umgedrehtes Pentagramm. Diese Tür ist sehr massiv. Wahrscheinlich geht die echt nicht auf. Abgeschlossen. Ja, alles klar, dann reden wir mit ihm. Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto? Oh, psst. Seien Sie vorsichtig. Die Mönche dürfen Sie nicht sehen. Warten Sie. Ich werde versuchen, mir diese Kreaturen des Teufels vom Leib zu halten. Und wie gedenkst du das zu tun? Du wirst versuchen und ich muss es mir wieder irgendwie einfallen lassen. Schönen Dank auch. Was ist das? Die Mönche kommen regelmäßig, um aus diesem Kelch zu trinken. Ja. Und in dem Kelch wird wohl irgendwas Satanisches drin sein. Von nun an herrscht hier unangefochten der Dämon. Aber was für ein Dämon? Nee, da können wir jetzt nicht hinlaufen. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Weihwasser und ein Weihwasser. Kelch. Toll. Können wir das austauschen vielleicht? Die Mönche kommen regelmäßig. Ja. Ich muss doch erstmal weiter ranlaufen. Oh Gott. Dreht euch jetzt bitte nicht um. Ich bin auch nur einer von euch, der mal eben aus dem Kelch trinken will. So. Jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ein Mönch Durst bekommt. Und dann? Dann zieh dich aber mal lieber ein Stück zurück. Ohne den Kelch anzufassen? Nein. Das sah gerade so aus. Ja. Irgendwie sind die Töne hier zu zeitig. Während diese Mönche beschäftigt sind, habe ich Zeit, Alberto zu befreien. Beschäftigt ist ein interessanter Ausdruck dafür, dass die hier gerade zu Kannibalen werden. So, dann red noch mal mit ihm. Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto! Ja, das bin ich. Was wollen Sie? Ich will Sie hier rausholen. Kommen Sie mit! Mein Bein ist gebrochen. Ich werde nicht weit kommen. Mein armer Freund. Was haben Sie ihnen nur angetan? Oh, das sehe ich dir doch und schrei den gefälligst nicht so an. Nicht, dass du noch gehört wirst. Ich grundgütiger. Aber was haben die denn nur mit ihren Augen gemacht? Die sind dem Dämon treu ergeben. Jeder einzelne von ihnen. Ich war der Einzige, der den Versprechungen des Fürsten der Finsternis keinen Glauben geschenkt hat. Die anderen sind ihm erlegen. Und zum Bösen konvertiert. Folglich haben sie mich eingesperrt. Wenn sie mich getötet hätten, wäre ich im Paradies mit unserem Herrn vereint gewesen. Aber das hätten sie nicht geduldet. Diese auf ewig Verdammten. Sie haben mich gefoltert. Wieder und immer wieder. Damit ich mich auch der Verdammung ergebe.
Trotz all der Qualen habe ich nicht nachgegeben. Aber die Texte, die sie mir gezeigt haben, werde ich nicht mehr lesen können. Irgendwie, es tut mir leid, ich habe nicht zweimal geklickt jetzt, ausnahmsweise. Hat er den einen Text übersprungen, aber das macht ja nicht so viel. Da die ganzen Gespräche nochmal nachzulesen sind, da werden wir nachher einfach mal gucken, welche Textstelle uns gefehlt hat. Jetzt erstmal weiter hier im Konzept. Bruder, helfen Sie mir. Dieser Fürst der Finsternis, der diesen heiligen Ort entweiht hat, hat ein junges Mädchen mit einem Fluch belegt und ich muss es retten. Einige abscheuliche Rituale wurden in meiner Abwesenheit und manches Mal in meinem Beisein abgehalten. Hinter all dem steckt der Fürst der Finsternis. Er bezieht seine Stärke aus seinem Grund und Boden, getränkt vom Blut Unschuldiger. Und so muss ihm auf seinem Grund und Boden Einhalt geboten werden. Er muss gezwungen werden, diesen Ort zu verlassen, auch wenn es nur für kurze Zeit sein mag. Die übernatürliche Verbindung, die ihm Zugang zur Welt und zu denen verschafft, die er kontrolliert, würde ebenfalls verschwinden. Und so wären die unschuldigen Seelen erlöst. Jetzt sind sie da, wo sie hingehören, Bruder Alberto. Ein Engel im Paradies. Ein Heiliger unter Heiligen. Klingst schon wieder leicht hysterisch, mein Junge. So, dann schauen wir jetzt mal nach. Mein Bein ist gebrochen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss eine junge Frau retten und habe hier einige Papyrusrollen aus Ägypten, die wohl nur Sie entziffern können. Grotgütiger, was haben die denn nur mit den Augen gemacht? Genau das war das, dass er ihm das Papyrus zeigt und uns sagt, dass er die Frau retten möchte, also die Mina. Gut, wir haben jetzt auch gleich anwählen können. Noch einen Schlüssel. Ich vermute, das ist jetzt hier der andere und können wahrscheinlich gehen, solange die noch essen. Damit ist Österreich bzw. Wien, glaube ich, sogar schon abgehakt. Der sagt ja, wir müssen ihn auf seinem eigenen Grund und Boden schlagen. Das heißt, wir müssen nach Transsilvanien. Na komm. Was ist los? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich wollte mich in der Universität umsehen und bin erst vor wenigen Minuten zurückgekehrt. Ich habe die Herzogin ohnmächtig auf dem Boden gefunden. Und Mina, sie ist weg. Herzogin, geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Ich muss bewusstlos geworden sein. Mina hat geschlafen und ich habe hinter der Tür Geräusche gehört. Ich habe gelauscht und es klang so, als wären mehrere Personen im Treppenhaus. Ich wollte die Tür abschließen, aber dann habe ich einen Schmerz im Nacken verspürt. Und dann gar nichts mehr. Ich hoffe, Mina ist wohl auf. Sie liegt nicht mehr in ihrem Bett, aber ihre Habseligkeiten sind alle hier. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Wir müssen die Polizei alarmieren. Ich bezweifle, dass die Polizei irgendetwas für uns tun kann. Diesen Kampf müssen wir alleine austragen. Vor allem dürfen wir keine Zeit verlieren. Siebert, gehen Sie runter zur Straße und treiben Sie eine Kutsche auf. Wir müssen zügig aufbrechen. Nochmals vielen Dank für alles, Herzogin. Ihre Aufopferung und Großzügigkeit sind beispielhaft. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie sich gewiss, dass Ihnen meine Tür immer offen steht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Allerdings mache ich mir Sorgen um Sie, Professor. Wohin verschlägt es Sie als nächstes? Wir werden einen Grafen bekämpfen und sein Schloss stürmen, bevor er sein teuflisches Werk vollenden kann. Wir gehen in die Höhle des Löwen und werden das Böse auf seinem eigenen Grund und Boden herausfordern. Wir reisen nach Transsilvanien. Na, viel Spaß, aber gut. Der Mina hinterher. Auf gleiche Art und Weise wie Harker haben wir die Höhle des Löwen gefunden und landeten im abgelegensten und unwirtlichsten Teil Transsilvaniens. Das letzte Dorf vor dem Schloss und das Ende unserer Reise. Siebert ist seit einer Woche krank. Es war so schlimm, dass wir für 2 Tage Halt machen mussten.
Ostzeitvertreib habe ich die Klinge aus Ägypten zu einem Projektil umgebaut. Es passt zu der Waffe, die in einem Buch aus der Wiener Universität beschrieben wird. Die Armbrust. Wer weiß, vielleicht wird sie sich als nützlich erweisen. Seaward wird mir in diesem finalen Schlagabtausch nicht zur Seite stehen können. Ohne ihn wäre ich jedoch nicht so weit gekommen. Da dies vielleicht die letzten Stunden meines Lebens sind, sei ihm und allen anderen gedankt. Sei mal nicht so ein Pessimist. Die letzten Stunden deines Lebens. Oh, das sieht schön aus. Das Bild gefällt mir. Das ist bestimmt Schloss Dracula. Dieses Wirtshaus liegt ein ganzes Stück vom Dorf entfernt. Nichts und niemand wird uns helfen können. Ja, warum soll dir auch jemand helfen können, mein Lieber? So, damit wären wir aber nun dort angekommen, bis wohin ich das erste Mal schon aufgenommen hatte. Oh Gott, hier gibt's auch wieder nervige Vögel. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alles mit der Aufnahme hingehauen hat. Ich werde gleich mal nachschauen. Damit wir dann sozusagen... Können wir weggehen? Da möchte ich nicht hingehen. Nein, können wir nicht. Damit ich dann endlich mal weitermachen kann und nicht das Gleiche wieder von vorne beginnen muss.